Herzlich willkommen zum nächsten Video von die Sachsengriller. Heute haben wir mal unseren Pizzastein rausgeholt und wir haben Reste verarbeitet. Werdet ihr nicht glauben, von unserem kleinen Dutch Oven Rezept Rippchen ist noch was übrig geblieben. Das haben wir zu einer wunderschönen Barbecue Pizza umgestaltet und wie wir das gemacht haben, das zeigt euch am besten mal der Marco. Genau, ich komme hier kaum zu Wort, deswegen sehen wir uns gleich bei den Zutaten. Viel Spaß dabei! Ja, für unsere Barbecue-Pizza brauchen wir machen natürlich einen Pizzateig selber. Dazu brauchen wir Weizenmehl, Typ 405 haben wir hier, etwas Olivenöl, Zucker, Salz, etwas Hefe. Wie wir den machen, zeigen wir euch dann natürlich, und Wasser. Der Eisbelag kommt drauf. Für die Pizzasauce verwenden wir Barbecue-Sauce. Belegen werden wir das Ganze mit unseren Rippchen. Wir haben, ja, es sind noch welche übrig geblieben. Von den restlichen Rippchen aus dem Dutch Oven haben wir noch etwas Fleisch über gehabt. Das Ganze wird abgedeckt mit geringter Zwiebel. Etwas Bacon wird klein geschnitten, mit gewürfelt draufgegeben auf die Pizza und bestreut wird das Ganze mit geräucherten Schinken. Und als Zubehör brauchen wir einen Pizzastein. So, dann geht's weiter. Für unseren Pizzateig brauchen wir Folgendes. Und zwar haben wir hier 460 Gramm Mehl, Typ 405. Dem geben wir einen Teelöffel Salz hinzu. Das tun wir gut vermengen. Miteinander. Wenn wir das getan haben, kommt eine kleine Kuhle in die Mitte. Dort bröseln wir einen halben Würfel Hefe hinein. Alles schön in der Mitte liegt. Ein bisschen klein bröseln. Noch ein bisschen Mehl ringsrum. Das ist ein bisschen wie bei einem Vulkan aussieht. Darauf streuen wir jetzt einen Teelöffel Zucker. Und geben die Hälfte des Wassers hinzu, was in unserem Fall 125 Milliliter wären. Circa. Das sorgt jetzt dafür, dass das Wasser muss unbedingt lauwarm sein, sonst aktiviert die Hefe sich nicht. Und das lassen wir jetzt 10 Minuten stehen, bis die Hefe aufgegangen ist. Und dann hole ich euch wieder dazu. Gut 10 Minuten später ist die Hefe schön gegangen. Man sieht es daran, wie sie aufgeschäumt ist. Jetzt kommen eigentlich nur noch Olivenöl hinzu. Und zwar gut ein Esslöffel, ein bis zwei Esslöffel. Das Olivenöl macht den Teig schön geschmeidig. Machen wir anderthalb, die goldene Mitte. Dann noch das restliche Wasser, die restlichen 125 Milliliter. Und so. Und dann in die Handarbeit das Kneten. Gut durchkneten, bis wir eine ordentliche, schöne Masse haben. Das brauche ich euch nicht zeigen, schaue ich euch hinzu, wenn es fertig ist. So sollte das Ganze nach dem Kneten aussehen. Das ist eine schöne teigische, zähe Masse. Und dieser Teig ist sofort einsatzbereit. Und das werden wir jetzt auch tun. Jetzt werden wir den Pizzaboden machen. Dazu haben wir unser Brett ein bisschen mit Mehl bestäubt. Natürlich, weil das eine Barbecue-Pizza ist, machen wir das völlig rustikal. Nehmen kein Nudelholz, sondern ziehen uns das mit den Händen zurecht. Holen wir schön dick. Den Teig, diese Menge, die wir gemacht haben, reicht für circa zwei Pizzen. Je nachdem, wie stark ihr euren Boden haben möchtet natürlich. Wir sind so die rustikaleren Typen und machen den etwas dicker. Und natürlich auf die Größe des Pizzasteins anpassen. Vorsichtig sein, dass er nicht einreißt. Und immer mal wenden im Mehl. Und bleibt auch nicht am Brett kleben. Wir kommen jetzt zum Belegen unseres Pizzabodens. Als Pizzasauce, wie schon angemerkt, kommt Barbecue-Sauce.
Was soll es auch sonst sein bei einer Barbecue-Pizza? Natürlich die Zutaten kommen wie immer unter das Video dann und die Mengenangaben. Aber da ist natürlich, sind keine Grenzen gesetzt, jeder mag es anders. So ist es drauf, gefolgt von unserem übrigen Fleisch, der letzten Rippchen. Schön verteilen. Das sieht schon zum Anbeißen aus, Marco, oder? Ja, nicht nur zum Anbeißen. Man sagt ja immer Mut zur Lücke. Ja, schließt schön die Lücken mit Fleisch. Genau, wir haben keinen Mut zur Lücke. Denn es besteht die Gefahr, dass das Fleisch ein wenig eingeht bei Hitze. Sieht doch gut aus. Mm. Jetzt natürlich zum Abrunden des Geschmackes ein bisschen Bacon. Darüber, den wir vor uns klein geschnitten haben. So, die Pizza ist jetzt im Sattessen. Ups, hat sich schon ein Zwiebeln vorgedrängelt. Die kommen natürlich jetzt auch drüber noch. Zwiebeln sorgen für Stimmung und Wärme. Genau, schauen wir mal. Oh Marco, die Pizza sieht gut aus. Ich habe das dumme Gefühl, dass die der Hammer wird. So, haben wir nicht so viel beim Aufwaschen zu tun. Und last but not least, geräucherter Käse drüber. Uiuiui. Ruhig bleiben, Marco, ruhig bleiben. Es braucht noch ein bisschen, bis die Pizza fertig ist. Noch nicht fertig. Supi, das Belegen ist beendet und wir sehen uns am Grill wieder. Wir haben jetzt in unserem Kugelgrill 200 Grad knapp erreicht. Legen schon mal den Pizzastein auf, denn der braucht eine Vorlaufzeit, um sich zu erwärmen, ca. 10 Minuten, Viertelstunde. Wenn wir dann natürlich den Hauptdarsteller drauflegen, holen wir euch wieder dazu. Bis gleich. Es ist soweit, der Pizzastein ist aufgeheizt. Auf dem Pizzastein, als kleinen Tipp, machen wir ein bisschen Salz drauf. Hat zwei Vorteile. Dieser Pizzateig bewegt sich ordentlich auf dem Stein und es bringt noch ein bisschen Geschmack mit von unten. So. Ich versuche mal meinen Blick. Moment, ich muss meine Schafe holen. Meines Erachtens habe ich an dem Mehl gespart. Lass die ja nicht fallen. Um Gottes Willen. Never ever. Ich stelle das Fies zur Seite. Ja, das ist halt Handarbeit. Und natürlich live. Und dann passiert sowas mal. Aber ich denke mal. Sieht gut aus noch morgen. Einmal frei. Deckel zu. Ab geht die wilde Fahrt. Der Geruch auf der Terrasse verrät mir, dass die Pizza fertig ist. Spaß. Es sind jetzt ca. 20 Minuten vergangen. Und ich würde sagen, sieht gut aus. Ich fasse mal an den Boden. Ah, der ist schön knusprig. Da muss ich schön knusprig und hohl anhören. Wir holen die jetzt runter und dann hole ich den André zum Verkosten. So André, das italienische Nationalgericht im Barbecue-Style wäre dann fertig. Ja. Ich hoffe, ich könnte dir wieder die Wünsche erfüllen. Ich hoffe es auch. Mal sehen, wie es schmeckt. Also das schmeckt wirklich sehr gut. Ich bin eigentlich nicht so der Freund vom dicken Böden und so weiter. Aber der hier schmeckt wirklich sehr gut. Der ist richtig schön kross. Und man merkt gar nicht, dass der so dick ist. Also schon natürlich die Zutaten, wie ihr gesehen habt. Das Rippchenfleisch nochmal aufgewärmt. Der Bacon hier drauf, was sowieso ein unverkennbarer Geschmack ist. Die Zwiebel, der geräucherte Käse. Eine Wahnsinnskombination. Ich kann wirklich sagen, Barbecue-Pizza ist gelungen. Zum Nachmachen empfohlen. Wenn euch das Video gefallen hat,
Daumen nach oben, aber abschließen, erzählt's weiter. Und ich kaufe mal kurz auf. Bis zum nächsten Mal, eure Sachsengriller André und Marco. Ciao, ciao. Tschüssi. Lecker. Verdammt lecker.